gratulieren, Paldigi, zum 10-jährigen Jubiläum. Ich freue mich sehr, dass man es so weit geschafft hat. Ja, in den Gründungszeiten vor 10 Jahren ist es natürlich vor allem um Open Source gegangen. Das war der Treiber, mit dem sind wir eingestiegen. Der Matthias Stürmer hat uns immer motiviert und dank ihm ist es eigentlich nachher auch sehr schnell gewachsen, breiter geworden. Und heute tut man sich mit der digitalen Entwicklung im Allgemeinen befassen. Wir brauchen unbedingt eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Parlament in all diesen Fragen, weil in der Verwaltung hat man halt immer ein bisschen Angst vor etwas Neuem und es braucht den Druck von außen zum Fürsten zu kommen. Und in dem Sinn bin ich sehr gerne da und freue mich, dass ich hier einen Haufen neue Partner finde, hoffentlich, um das vorantreiben. In den letzten 10 Jahren hat die Gruppe natürlich wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass Digitalisierung und Datenthemen vor allem zu einem politischen Thema geworden sind. Es ist für mich ein Umfeld, wo ich Leute, die sich für das Land einsetzen, für die Wettbewerbsfähigkeit aus der Politik und Wirtschaft treffen kann. Es sind Leute, die seit 10 Jahren zusammenarbeiten und ich freue mich, dass ich hier auch Part spielen kann. Wir finden das extrem beeindruckend, was hier in der Schweiz eigentlich geschaffen wird. Wir in Deutschland versuchen schon sehr, sehr lange, Themen wie digitale Souveränität und digitale Nachhaltigkeit auch in der Politik zu transportieren. So etwas haben wir noch nicht geschafft in Deutschland und das würde uns sehr freuen, wenn wir diesem großen Vorbild eigentlich nacheifern können.